So. Ich fühle mich dezent belästigt, wenn ich dir das vor Blitzlicht erklären muss. Aber Faustkrapfer, weißt du, was ein Faustkrapfer ist? Sag nein. Du, okay, du hast nein gesagt, weil du weißt das wirklich. Ich weiß wirklich nicht. Ein Faustkrapfer ist, was mit der Hand eine Schafe machst. Circa so. So nämlich. Und dann, und wenn du einen Buh lassen musst, hebst du das Arschal. Der Hund lacht. Dann hebst du das Arschal. Ja, Arvid, du machst also ein Schafal. Ein Faustkrapferl ist, du machst ein Schafal. Wenn du einen Buh lassen musst, hebst du das Arschal und holst das Schafal zum Arsch. Und in die Schafal lässt du dann einen Buh, also einen Fritz. Und was? Ja, und in das Schafal lässt du einen Buh und dann machst du es zu. Wenn der Buh drinnen liegt. Und dann gehst du, je nachdem, ob du ihn magst oder nicht, das ist dann wurscht, dann gehst du zu derjenigen Person hin und öffnest vor seinem Gesicht die geschlossene Faust, wo du vorher einen Buh reingelassen hast. Und ich garantiere zu 100%, es funktioniert. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Faustkrapferl. Also Schafalmacher, zum das Arsch anheben, einen Buh reinlassen, festhalten und wem vor das Gesicht halten. Das ist ein Faustkrapferl. Merken Sie sich das.